Dieses Video ist entstanden mit der freundlichen Unterstützung von Cevdesk. Wenn du mehr über Cevdesk erfahren willst, dann schau das Video bis zum Ende und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Wenn man in Dubai ist, dann sollte man auch definitiv mal sich einen Tag nehmen und die Kamera beiseite legen und sich mit anderen Freizeitaktivitäten beschäftigen. Herzlich willkommen aus der Wüste in der Nähe von Dubai. Das Schöne ist, dass wir hier roten Sand haben. In Dubai findet man gelben und weißen Sand. Und wenn man ein bisschen weiter in die Wüste geht, findet man roten Sand. Der ist besonders weich und extrem schön. Und hier machen wir unsere Wüstensafari gerade. Das heißt, wir sitzen alle im Jeep und es geht mit Vollgas über die Dünen. Das macht richtig Spaß. Aber es fordert auch den einen oder anderen dazu, dass man vielleicht ein bisschen Magenprobleme bekommt. Am Abend ging es dann wieder Richtung Hotel, denn der nächste Tag stand wieder ganz im Zeichen der Fotografie. Dubai ist es inzwischen sehr, sehr schwer geworden, auf Hochhäuser zu kommen. Und eigentlich braucht man dafür wirklich richtig gute Kontakte. Oder aber man hat einen Freund, der zufällig auch gerade in Dubai ist und ein Hotelzimmer mit einem Wahnsinnsausblick gemietet hat. So Leute, wir sind endlich wieder auf einem Rooftop in Dubai und wir haben eine perfekte Aussicht hier auf den Burj Khalifa. Richtig, richtig schön. Wir sind, glaube ich, in der 43. Etage und an der Stelle mal einen ganz großen Dank an Jean-Claude Castor und Felix Inn, die das hier nämlich organisiert haben für uns. Jean-Claude kenne ich ja schon länger. Den habt ihr, ich glaube, wenn ihr mal so drei oder vier Jahre zurückgeht irgendwo, Jean-Claude, da waren wir mal zusammen unterwegs. Es ist auf jeden Fall schon Ewigkeiten her, aber vielleicht, wer mich von Anfang an verfolgt, der kennt Jean-Claude auf jeden Fall schon, auch aus Berlin. Auch richtig geile Bilder und ja, wir haben jetzt hier gerade den Sonnenuntergang fotografiert.
Ich habe das Problem, ich habe mir ein neues Stativ mitgenommen, Reisestativ. Super schön, super klein, super leicht. Nur genau hier fehlen mir ungefähr so 3 bis 4 Zentimeter. Ja? Und deswegen ist das hier alles gerade so ein bisschen zusammengeschustert, aber es funktioniert trotzdem ganz gut. Und ich habe mir mein Ballhead hier von meinem anderen, von meinem größeren Stativ mitgenommen. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil das Stativ mega klein ist und der Stativkopf mega groß dazu, aber das Endergebnis zählt. Nachdem wir nun auch noch die komplette blaue Stunde auf dem Balkon oben waren und dort fotografiert haben, war es dann an der Zeit, wieder nach unten zu gehen und den Burj Khalifa nochmal aus nächster Nähe zu betrachten. Der Souq Al-Bahar bietet dafür wirklich eine tolle Bildkomposition, denn man hat zum einen die Spiegelung von dem Burj Khalifa, zum anderen hat man auch quasi wieder alt und neu als Kontrast in dem Foto drin, wobei man dazu sagen muss, es ist natürlich alles dort neu gebaut. Aber der Souq Al-Bahar, der sieht zumindest so ein bisschen älter aus und deswegen hat man da wirklich einen schönen Kontrast in dem Foto, den ich sehr, sehr gerne mit in das Bild aufnehme. Und auch die Wasserspiele kann ich dir nur empfehlen, dir auch nochmal aus nächster Nähe anzugucken. Also auf jeden Fall auch nochmal vom Boden aus. Die finden alle halben Stunden statt und auch immer wieder mit anderen Songs. Es sind also immer wieder andere Shows, die zwischen 2 und 5 Minuten gehen. Und da kann ich dir nur empfehlen, dir das auch mehrmals an einem Abend anzuschauen. Zwischendurch kannst du immer wieder in die Mall gehen und was einkaufen gehen oder was essen gehen. Aber dann schau sie dir auf jeden Fall mehrmals an. Das war wieder ein sehr erfolgreicher Tag in Dubai. Wir haben viele schöne Fotos gemacht und natürlich geht es weiter mit den nächsten Tagen. Ich hoffe, dass du dann auch im nächsten Video wieder einschalten wirst. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Nochmal vielen Dank an Safdesk für die Unterstützung dieses Videos. Safdesk ist eine Online-Buchhaltungssoftware, welche dir deine Buchhaltung extrem vereinfacht und deine Belege digital abspeichert. Dazu habe ich ein gesamtes Video erstellt, welches ich dir oben nochmal verlinke.